Ja, hallo und herzlich willkommen beim Linksnet Talk, eine Reihe des Linksnet, welche sich jetzt seit Beginn der Corona-Pandemie so ein bisschen etabliert hat. Und genau, ich spreche heute mit Julia vom RAA Leipzig e.V., aufbauend auf unserer Klardenken-Veranstaltung zum Thema Schule in Zeiten von Corona. Da warst du ja mit dabei und da haben wir schon so ein bisschen die Auswirkungen der Pandemie, der Maßnahmen an den Schulen besprochen und wollen heute noch mal so ein bisschen das Augenmerk auf die, vor allem auf die Schulsozialarbeit legen. Genau. Und es gab, also wir haben uns, als wir uns das letzte Mal besprochen haben, da war ja kurz, es war kurz bevor die Schulen wieder geöffnet wurden, zumindest teilweise für die Abschlussklassen. Und jetzt wurden ja immer weiter Öffnungsmaßnahmen dahingehend ergriffen. Und genau, nächste Woche wird dann auch, ich glaube, dann werden auch wieder die restlichen Schulen dazukommen und geöffnet. Alles in einem, wie es immer heißt, eingeschränkten Regelbetrieb. Genau, vielleicht kannst du ja damit einsteigen, wie jetzt gerade so die Situation ist und was eigentlich auch dieser eingeschränkte Regelbetrieb bedeutet. Genau, also vielen Dank. Derzeit sind immer noch an unserer Schulart, also ich bin ja Schulsozialarbeiterin an einer Oberschule, nur die Abschlussklassenschülerinnen und Schüler am Schulstandort, das heißt 10. Klasse Realschule, 9. Klasse Hauptschulgang, weil die sich auf ihren Abschluss vorbereiten und in der Priorisierung weit vorne waren. Und ab dem 15.03., also ab nächster Woche, kommen auch die 5., 6., 7., 8. und 9. Realschule wieder im sogenannten eingeschränkten Regel- oder Wechselschulbeschulung zurück an den Schulstand. Und die Schülerinnen und Schüler werden in kleine Lerngruppen eingeteilt, damit sie in Abstand mit dem ausreichenden Abstand in Präsenz beschult werden können. Aber das bedeutet trotz allem, dass das häusliche Lernen, das Online-Lernen weitergeht, weil eben die Präsenz nicht mehr als maximal 50% geleistet werden kann. Genau, da stehen wir gerade. Das heißt ja dann, dass ja auch Abstände und so eingehalten werden müssen in den Schulen und deswegen dann nicht alle auf einmal wieder ganz normal zur Schule gehen können, ne? Genau. Und aus eurer Perspektive, was, wenn jetzt am 15. dann wieder geöffnet wird, was erwartet euch dann? Also es muss ja auch Tests geben zum Beispiel für alle Beteiligten. Wie kann man sich das denn vorstellen an so einer Schule, wie das abläuft? Ja, also ich fange vielleicht mal beim Personal an. Also beim Lehrpersonal oder bei den Pädagoginnen, da gab es auf jeden Fall eine Verbesserung. Also Lehrerinnen und Lehrer haben ja schon lange die Möglichkeit, sich einmal wöchentlich kostenlos testen zu lassen. Und das wurde schon vor einer geraumen Zeit, also so 3 bis 4 Wochen, auf alle MitarbeiterInnen einer Schule erweitert. Das heißt, das schließt jetzt auch Schulsozialarbeiter mit ein, aber auch Schulassistenten, auch die SachbearbeiterInnen und so weiter. Das finde ich eine sehr positive Entwicklung, weil die ja auch jeden Tag präsent an Schule sind und genauso der Gefährdung ausgesetzt sind wie LehrerInnen. Und SchülerInnen steht es in der nächsten Woche, so wie ich das verstanden habe, noch frei, sich zu testen am Montag und Dienstag. Nichtsdestotrotz geht die Schule trotzdem los. Das heißt, die Testung läuft gleichzeitig zur Wiederzusammenführung der Schüler. Das heißt, da kann auch sehr Spannendes dabei rauskommen. Also mal sehen, wie das läuft. Und so wie ich es verstanden habe, also diese Angaben sind ohne Gewähr, werden die Schülerinnen auch verpflichtet, ab 22. März sich einmal die Woche testen zu lassen. Ja, das werden wir mal noch sehen. Und das soll dann in der Form von Selbsttests passieren, also dass die SchülerInnen sich selber testen. Wahrscheinlich immer am ersten Tag, zu dem sie wieder zur Präsenzbeschulung erscheinen, in einer Woche. Und das heißt ja dann auch, dass die selber entscheiden können,
ob sie dann zu Hause bleiben oder ob sie, also das ist ja so ein bisschen die Diskussion auch, was man jetzt mit, also wenn auf Bundesebene da über die Selbsttests gesprochen wird, dass ja dann immer so man die Verantwortung dann auch an die Leute gibt, die dann sich selber getestet haben und dann eben sagen, okay, ich bin jetzt hier mit dem Selbsttest irgendwie positiv und dann bleibe ich zu Hause in Quarantäne. Das müsste ja dann bei den SchülerInnen genauso sein. Ja, das ist ein großes Fragezeichen. Das kann ich, glaube ich, auch nicht zur Genüge beantworten, wie das zum Beispiel ist. Also ich weiß, dass die Grundschulen haben ja zum Beispiel auch schon ab 15.02. geöffnet. Und da gab es für die Eltern eine Wahlmöglichkeit, die Kinder schon wieder in die Präsenz schicken oder noch zu Hause beschulen. Und ähnlich ist das jetzt, glaube ich, auch mit der Öffnung der Oberschulen zu verstehen, dass wenn man sich sozusagen noch für das häusliche Lernen entscheidet, muss man noch keinen Test machen. Aber wenn man sich für die Präsenzbeschulung entscheidet, muss man, glaube ich, diesen Test machen. Aber wie gesagt, da mehr weiß ich nicht. Okay. Und ich glaube, das ist auch gut zusammengefasst. Ich glaube, es geht bestimmt anderen an Schule arbeitenden Personen ähnlich wie mir. Aber das heißt ja dann auch, dass die Schulpflicht ja auch weiterhin ausgesetzt ist, ne? Das war ja auch so Müsste die. eigentlich so sein, ja. Ja. Genau. Aha, okay, und ihr arbeitet dann auch wieder präsent an der Schule oder macht ihr. Also das ist sehr, also theoretisch, wenn man die Verordnung also die Corona-Schutzverordnung bis zu Ende liest, müsste unser Arbeitgeber uns es eigentlich auch ermöglichen, noch weiter online unser Angebot durchzuführen. Aber es gibt eine große Bitte und auch also einen großen Wunsch der Fördermittelgeber, dass wir wieder präsent sind am Schulstandort. Und es gibt ja jetzt auch eben durch die Testung und wahrscheinlich, also die Schulsozialarbeiten zum Beispiel, die an Grund- und Förderschulen tätig sind, die sind auch schon eine ganze Weile in dieser erhöhten Impfkategorie drin. Das heißt, die Argumentation ist, wir haben für euren Schutz gesorgt und jetzt geht bitte auch wieder an die Schulstandorte. Und das machen wir jetzt auch gerade. Genau. Das ist ja auch nicht ungefährlich, ne? Also gerade so für Risikopatientinnen, die dann drin Ja. sitzen. Das ist auch schon eine viel Verantwortung. Jetzt ist es ja so, dass die Schülerinnen ja eine ganze Weile im Homeoffice, also im Homeschooling gewesen sind und jetzt halt wieder an der Schule aufeinandertreffen und auch wieder Präsenzunterricht haben. Was sind denn da so eure Erwartungen? Was auch für eure Arbeit? Was kommt da so auf euch zu? Vielleicht habt ihr da schon ein paar Erfahrungen jetzt gemacht mit der ersten Teilöffnung, aber wie bereitet man sich vor und was erwartet man so? Also es gibt quasi positive Erwartungen, die wir haben. Damit würde ich gerne mal starten. Also es gibt durchaus Kinder und das sind auch eine Menge, die sich einfach nur unglaublich freuen, wieder in die Schule zu kommen. Also davon können wir ausgehen und das freut uns auch, dass es Kinder gibt, die sagen, endlich geht es wieder los. Ich freue mich so sehr auf realen sozialen Kontakt. Ich freue mich darauf, dass ich wieder einen Lehrer fragen kann, wenn ich was nicht verstanden habe. Die freuen sich wirklich über jedes bisschen an Normalität. Das ist eine Erwartung, auf die ich mich freue und auf die wir hoffen können. Aber natürlich hat so ein langes Zuhausebleiben und das ist jetzt ja auch schon das zweite Mal in Folge auch geht spurlos an den Kindern und Jugendlichen vorüber. Also die Schulstandorte, die schon wieder offen sind, die Berichte, die ich da höre, dass es halt ein großes unbefriedigtes Kontaktbedürfnis gibt und dass sich das bei Jugendlichen manchmal komischerweise in Gewalt und Aggressionen äußert. Das heißt, die haben so ihre Emotionen nicht richtig im Griff und eigentlich wollen die vielleicht einfach nur Nähe, und sind aber so unterversorgt, was so den realen Kontakt anbelangt, dass es schneller mal knallt, schneller mal zur Auseinandersetzung kommt. Das ist auf jeden Fall eine Beobachtung. Wenn ich an Schülerinnen mit Migrationshintergrund denke, die Deutsch nicht als Muttersprache haben, die haben natürlich auch einen Mangel an Sprachkontakt, an realem Sprachkontakt zu der deutschen Sprache. Und wenn die vorher schon Probleme hatten mit Deutsch als Lehrsprache, wird das bestimmt jetzt mit
der Abstinenz von Schule nicht unbedingt besser gewesen sein. Weil wenn man sich vorstellt, die sind dann in ihren Herkunftsfamilien, wo ganz viel die Muttersprache gesprochen wird, da bleibt das Deutsch natürlich auf der Strecke. Wir haben es natürlich auf der anderen Seite auch mit Motivationsverlust und bezogen auf Schule zu tun und so Perspektivlosigkeit und so, alles wird so als sinnlos betrachtet. Das schließt sich gleich an, dass ich natürlich durch dieses viel Zuhause-Sein und je nachdem, wie der Jugendliche zu Hause auch aufgestellt ist, so psychische Erkrankungen verstärkt haben oder überhaupt erst zutage getreten sind. Da reden wir von Depressionen und anderen psychischen Erkrankungen wie Angststörungen und so weiter. Ein großes Thema ist auch Mediensucht oder Medienmissbrauch. Die Kids haben quasi echt viel ihrer Zeit vor diesem Bildschirm verbracht und haben so hybrid zwischen Schule und Privaten hin und her geskippt. Und wenn die Eltern vielleicht auch noch damit beschäftigt waren, ihr eigenes Leben auf die Reihe zu kriegen, dann wer hat denn abends dann gesagt, mach mal jetzt dein Device aus oder das Internet ausgestellt. Also das wird auf jeden Fall auch ein Problem sein. Und was wir so am meisten bedenken, ist eben, dass dieser Lockdown dazu geführt hat, dass man viel mit sich ist und wenig realen Austausch mit anderen hat und dass eben darüber die Empathiefähigkeit verloren geht. Also vereinsamt und die Fähigkeit in Gruppe zu interagieren und sein Bedürfnis mal beiseite zu stellen für das der Gruppe oder eines anderen, da erwarten wir, dass es Störungen und Probleme gibt. Aber das sind bis jetzt nur so Ideen, was auf uns zukommen kann, und die Realität ist jetzt ja auch meistens noch Blatt, eine neue Schule. Werden wir sehen. Ja. Das klingt ja schon, also das klingt schon ganz schön krass. Also man merkt das ja auch selber, wenn man es hauptsächlich im Homeoffice ist, dass man dann ja auch so ein paar, naja, so Spleens hat, ne? Dass man halt dann doch irgendwie manchmal denkt, ach, ist eigentlich gar nicht schlecht, so ein bisschen auch für sich zu sein. Oder wenn man dann wieder auch rausgehen könnte, dann ja vieles alleine gemacht hat und dann vielleicht da auch so ein paar Hemmungen entstehen, dann wieder unter Menschen zu gehen und zu sein. Schon, ja, also das wird bestimmt herausfordernd, vor allem bei jungen Menschen ist es ja wahrscheinlich dann auch noch mal ein bisschen prägender, ne? Also wenn man jetzt, also wir reden ja jetzt von einem Jahr Corona und diese ganzen Erfahrungen, dass man vielleicht auch selber irgendwie da in Quarantäne musste und gar nicht raus konnte, mit der Familie zu Hause zu sein, das hinterlässt ja auch Spuren. Also das muss ja auch irgendwie dann verarbeitet werden von den Schülerinnen und Schülern. Gibt es denn da Möglichkeiten? Also gibt es da Räume oder auch von, also jetzt überhaupt so, dass man vielleicht an Schulen darüber nachdenkt, auch sowas zu schaffen, zu sagen, da können auch einfach mal, also da kann man einfach mal über seine Erfahrungen sprechen oder auch seine Probleme oder so? Also wir hatten neulich das Thema in unserer Fachbereichsdienstberatung, also wir sind ja viele SchulsozialarbeiterInnen an verschiedenen Standorten, und da kam das Thema auch auf, und da war die Idee so eine, also wir haben bis jetzt nur so Ideen, weil wir müssen auch erstmal abwarten, wie es wirklich ist, das sind ja jetzt gerade nur unsere Erwartungen, und da war zum Beispiel die Idee einer kollektiven Klagemauer oder so, dass wir dieser Trauer über die verlorene Zeit oder über vielleicht sogar Personen, die man über die Pandemie verloren hat, dass wir denen auf jeden Fall einen sichtbaren Ort geben. Also wenn es nur eine Tafel ist, wo man was dran schreiben kann, oder ob man wirklich so eine Art Zimmer auflässt, gemütlich und schön, und sagt, das ist jetzt genau der Ort, wo du das rauslassen kannst. Und der öffnet, was weiß ich, immer nach Schulschluss für 2 Stunden oder so. Das müssen wir uns überlegen. Also das haben wir auf dem Schirm, und wir wollen dem auch einen Raum geben, weil natürlich kann man jetzt nach einem Jahr nicht sagen, na komm, das war ja nicht so schlimm, jetzt gehen wir einfach mal weiter. Also wir, ja, das ist auf jeden Fall auch eben ein kollektives Erleben gewesen. Und ich glaube, dass das ja auch zur Heilung beiträgt und zum wir können weitergehen, wenn wir uns einmal auch diesen dunklen Seiten dieser Erfahrungen stellen und im besten Falle gemeinsam. Ja. Zumal es ja eben nicht nur einen Teilbereich des Lebens dann betrifft, ne, sondern halt ja alles. Also man hat das ja in allen Lebensbereichen, ob jetzt dieses Homeschooling, dann zu Hause die Familie, man kann die Großeltern, konnte man ja auch nicht besuchen, Geburtstage, Weihnachten, das hat ja irgendwie schon alles betroffen. Also
da glaube ich schon, dass man da auch für SchülerInnen so, also das finde ich eine coole Idee, so Räume anzubieten und denen das vielleicht auch damit ein bisschen leichter zu machen, wieder auch diesen Neustart zu haben. Wenn das denn überhaupt alles so bleibt, wo man ja vielleicht dann auch beim nächsten Thema wäre, die ganzen Beschlüsse und Maßnahmen, die dann eben weitergegeben werden, wenn man jetzt sich die MinisterpräsidentInnen Runden anguckt, die dann beschließen, wie es laufen soll, wann die Schulen geöffnet werden sollen. Dann kommen die Länder und machen nochmal extra Regelungen und dann kommen die Kommunen und wollen das nochmal ganz anders gestalten. Wie geht ihr denn da so mit um, mit diesen ganzen, also wirklich politischen Entscheidungen, Regelungen, die ihr dann habt, diese Verordnungen, was ja schon mal ein Respekt ist, wenn man die bis zum Ende durchliest und auch versteht. Also ich habe das mal angefangen und dachte so, Ja, naja, also ich würde sagen, das hat also die ich muss aufpassen, dass ich ja nicht nur von mir persönlich spreche. Also natürlich, wir haben einen Arbeitsvertrag, und es gibt Gesetze und Regeln und Normen, und ich versuche auch nebst dem Unverständnis manchmal dieser politischen Entscheidungen trotz allem noch Verständnis aufzubringen, weil so eine Pandemie, die muss man ja auch erstmal politisch bewältigen, und also fehlerfreundlich denken zu wollen, weil ich mache auch nicht immer alles richtig. Und klar, irgendwann hat man den Überblick verloren. Also die Schüler, die haben schon bei der zweiten, dritten allgemeinen Verordnung den Überblick verloren und haben sich dann irgendwann mal gewünscht auch, könnten wir da nicht so eine Übersicht haben, aber dann hat sich das ja wirklich so oft verändert, dass ich da also gerade immer erstmal abwarte. Also ich versuche mich nicht an dieser medialen Vorherauseinandersetzung mit zu beteiligen oder die so stark zu verfolgen, sondern ich nehme dann geltendes Recht. Also sobald es dann quasi in eine Verordnung gegossen wird, dann kann ich auch handeln und dann können wir reagieren. Und man muss halt flexibel bleiben, wie mit dieser Testungssituation ab nächster Woche. Das wissen wir auch noch nicht, wie das ablaufen wird. Und wir müssen uns, glaube ich, aber damit wir wieder öffnen können, damit wir uns auch wieder an die geöffneten Schulen und die geöffnete Gesellschaft gewöhnen, auch experimentierfreudig bleiben, denke ich. Sonst werden wir es nicht hinkriegen. Das müssen wir alle irgendwie machen. Genauso wie wir auch alle uns für unseren Schutz eingesetzt haben, indem wir uns an Abstand, Maskenpflicht und so weiter gehalten haben. Ja. Das war auch so ein bisschen das Fazit aus der Veranstaltung, dass ja auch Dinge positiv waren oder positiv sich entwickelt haben, die man ja weiter auch führen sollte und auch so, also dass man ja auch Hybrid Angebote machen kann. Also auch ohne Corona kann man ja tatsächlich online Veranstaltungen oder Projekte machen. Seid ihr denn dann, also seid ihr dann auch wieder vollkommen präsent oder versucht ihr dann auch vielleicht, also es gibt ja dann immer noch so einen Teil von Schülern und SchülerInnen, die Homeschooling machen, also die zu Hause sind. Seid ihr, also versucht ihr dann auch die mit dann also abzuholen und vielleicht irgendwie so Hybrid oder auch Online-Formate weiter zu behalten? Ja, auf jeden Fall. Also für Schulsozialarbeit gilt gerade, dass wir das meiste oder eigentlich ausschließlich im Gespräch machen. Also Einzelfallberatung dürfen wir durchführen, mit Abstand und Maske. Aber Gruppenangebote sind wir noch nicht erlaubt. Oder wenn dann nur in ganz kleinen Gruppen und dann in Klassen zusammenhängen. Das heißt, manchmal haben wir nämlich auch Schülergruppen, die setzen sich aus 5., 6., 7., 8. zusammen. Sowas geht gerade gar nicht. Das sind ja sogenannte Vermischungen von Klassenstufen. Das ist sozusagen das absolute No-Go. Aber natürlich denken wir an die, die zu Hause bleiben. Man merkt nur, dass die ganz schön müde geworden sind, die Schülerinnen und Schüler, was digitale Angebote anbelangt, weil ja, viele Lehrerinnen, das muss man auch zugutehalten, die haben echt sich im Selbststudium angelernt, wie man eben online Lehre machen kann, und haben halt viele Angebote gemacht, und Schülerinnen und Schüler sind aber da langsam müde. Da muss man sich schon was richtig, richtig Cooles überlegen, damit die dann auch noch kommen. Also Online-Spielen ist zum Beispiel immer ein ganz guter Anlass. Also klar, das haben wir auf dem Schirm. Und auch wenn es um die Projektarbeit geht, ist das Online-Angebot auch unsere einzige Chance, um eben zum Beispiel mit vermischten Gruppen zu arbeiten.
Genau, ja, das haben wir auf jeden Fall weiterhin vor, weil es ja unsere einzige Möglichkeit ist. Es gab ja auch bei unserer letzten Diskussion so die Idee, sich mehr auch was Online-Angebote angeht, zu vernetzen und zu gucken, ob man da nicht auch gemeinsam mit anderen Schulen, mit anderen Kommunen auch vielleicht, also ich glaube, das war so eine Idee von dir sogar, genau, auch so ein bisschen zu gucken, was funktioniert gut, was kann man vielleicht adaptieren oder ist da schon, also gibt es da schon Entwicklungen oder ist sowas angedacht? Also naja, da muss man ja wieder quasi die Verschiedenheit der Systeme ein bisschen in den Blick nehmen. Das eine ist ja das Schulsystem und die Lehre und was sich quasi in der Lehre tut und das, was wir, die wir aus der Kinder- und Jugendhilfe ja am Schulstandort eingesetzt werden, was wir tun. Und es gibt auf jeden Fall Austausch, aber es war jetzt noch nicht so institutionalisiert oder so, dass man jetzt das ganze Schulpersonal in eine Veranstaltungen gesetzt hätte, wo sich dann alle Professionen so untereinander austauschen. Also ich denke, dass sich Lehrerinnen untereinander viel weitergegeben haben und wir durch unser zweiwöchentliches Dienstberatungsformat so oder so. Also klar, wir mussten uns auch austauschen für die Erweiterung unserer Horizonte, aber es ist leider noch nicht so institutionalisiert und so. Von wegen, jetzt nehmen wir uns aber mal die Zeit dazu. Ich glaube, es liegt am Mangel der Zeit, die nicht vorhanden ist dafür, weil wir ja eben weitermachen müssen, Lehrplan schaffen müssen, das Schuljahr irgendwie hinbringen müssen. Ja. Ja, das wäre dann vielleicht auch so eine Frage, dieser Druck, der da entsteht, ne, dass jetzt unbedingt auf Biegen und Brechen dieses Schuljahr beendet werden soll. Was natürlich für die, die gerade in der Abschlussphase sind, wahrscheinlich auch wichtig ist, dass irgendwie, bei denen geht es ja dann auch wahrscheinlich weiter, ne? Also entweder Ausbildung, Hochschule oder so. Aber das ist ja schon auch ganz schön krass, so dieses Pochen auf Lehrplan und wir müssen das alles da irgendwie jetzt noch reinquetschen, auch wenn eben die Umstände das gar nicht zulassen. Also das finde ich irgendwie so ein bisschen heftig, dass da auch die LehrerInnen so unter einem Druck stehen, der an die SchülerInnen dann geht und da fehlt, also da, ja, da frage ich mich immer, wann schreit denn mal jemand, also wann regt sich mal jemand auf, dass halt auch diese Unsicherheit, ne, die da ist und dieses, man weiß ja gar nicht, jetzt haben sie, glaube ich, diesen Inzidenzwert angelegt, wann Schulen wieder schließen sollen, wenn der zu hoch ist. Das kann ja auch jederzeit dann wieder passieren, wo dann wieder komplett quasi online ist. Also das finde ich schon eine heftige Situation für alle, die da beteiligt sind. Und ja, da ist, wäre halt auch so die Frage, wie man, ob es da irgendeine Lösung gibt, aber wahrscheinlich ist das eher so ein, naja, also man kann, Ja. also, ja, wie soll dieses Schuljahr enden und wie, also, wie kann das dann auch weitergehen, ne? Also, die Schüler werden einfach, es wird ja einfach so sein, dass sie nicht das mitbringen, was bei einem normalen Schuljahr einfach gelaufen wäre und auf jeden Fall irgendwie Defizite haben. Wenn sie die nächste Klasse dann, wenn das nächste Schuljahr losgeht. Und da muss ja auch, also da ist ja dann auch wieder Druck da, ne, das alles irgendwie aufzuholen und so. Und da frage ich mich, wo kann man da, also wie soll das funktionieren? Ja, das fragen wir uns auch. Und wir werden es sehen. Also man sagt ja manchmal, der Leidensdruck, dann ist der Leidensdruck noch nicht groß genug, ne? Also die Frage ist ja auch, wer rebelliert? Da hängen ja verschiedene Leute dran. Oder man kann das von verschiedenen Perspektiven beleuchten. Entweder von der Perspektive der Lehrer, die sagen, jetzt sollen wir eben online beschulen und gleichzeitig noch Präsenzunterricht machen und dann sollen wir noch halt die Abschlussschüler gut in ihren Schulabschluss bringen. Wann sollen wir denn überhaupt mal schlafen oder essen? Dann gibt es die Perspektive der Eltern, mit denen ja auch ständig dieses Hin und Her veranstaltet wird. Sie können ihr Kind bringen, sie müssen aber nicht. Jetzt bringen sie ihr Kind bitte wieder und es muss dann auch noch getestet werden. Also und dann natürlich und vor allem die Schülerinnen und Schüler, denen ja auch ständig was Neues vorgesetzt wird und die das halt haben so akzeptieren müssen. Und
Eine von diesen angesprochenen Gruppen muss irgendwann mal sagen, jetzt reicht's. Jetzt wollen wir nicht mehr Experimentierfeld sein, sondern wir brauchen jetzt genau das und das. Und das werden wir sehen. Also ich bin keine Hellseherin und ich weiß nicht, wie es gehen wird. Es ist auch sehr spannend zu gucken, wie viele Schüler und Schülerinnen überhaupt wieder am Schulstandort wirklich ankommen. Wenn es jetzt heißt, ihr dürft jetzt wieder kommen, das wird auch nochmal eine große Frage sein, ob wir jemanden verloren haben auf dem Weg oder... Ja, das werden wir sehen. Und es wird auch nicht nur uns dieses Schuljahr noch beschäftigen, sondern auch mindestens noch das nächste, wenn nicht sogar noch das übernächste. Ja, es wird eine Weile dauern, bis wir uns davon alle wieder erholt haben und auch alle wieder gestärkt haben und inhaltlich wieder auf einen guten Stand gesetzt haben. Ja, es wird mehr zu tun haben. Ja. Das wird ja wahrscheinlich vielen so gehen, auch außerhalb der Schule, dass das alles noch eine Weile sich wieder einpegeln muss, wenn dann mal alle überhaupt geimpft sind und es wieder normal werden kann. Ja, auf jeden Fall klingt das nach einer spannenden nächste Woche für euch und für die Schülerinnen und Schüler und Lehrerinnen und Lehrer. Und dann drücke ich auf jeden Fall die Daumen, dass das alles klappt und ihr auf jeden Fall auch da eure Arbeit weiter gut voranbringen könnt. Das ist ja, glaube ich, jetzt auch sehr wichtig geworden, ne? Also ich glaube, dass auch so in dieser ganzen Diskussion gerade auch so genau so eine Arbeit irgendwie wieder, also so ein bisschen relevanter geworden ist, auch in der politischen Perspektive, dass man jetzt auch gerade merkt, hey, wir brauchen ja wirklich auch so eine Schulsozialarbeit an jeder Schule und für auch, also dass auch alle SchülerInnen da irgendwie einen Ansprechpartner und eine Ansprechpartnerin haben. Wir sind ja auch jetzt, glaube ich, am Ende und auf jeden Fall wünschen wir dir, euch eine gute Woche nächste Woche, wenn es wieder losgeht, so voll in Präsenz und mit allem drum und dran. Genau, und hoffen, wir bleiben in Kontakt und hältst uns weiter auf dem Laufenden, wie es so an den Schulen in Leipzig läuft. Vielen Dank. Okay, dir auch. Vielen Dank fürs Gespräch.